die weißen Tauben. Durch Polen fahren die Gesandten des Friedens. Vom Osten und Westen, Zug auf Zug, Flugzeug auf Flugzeug. In diesen Tagen führten alle Wege nach Warschau. Willkommen auf polnischer Erde. Viele Delegierte mussten die halbe Welt durchqueren, um nach Warschau zu kommen. Es trennten sie von der polnischen Erde nicht nur Tausende von Kilometern, sondern Barrieren von Schikanen, von Unterdrückung und Verfolgung. Vom Überschreiten der Grenze ab, vom ersten Augenblick entlang des ganzen Weges, auf allen Bahnhöfen, in allen Städten und Dörfern, begrüßte sie Polen herzlich mit Liedern und Blumen. Es begrüßte sie das Land der Arbeit, des Fortschritts, des Friedens. Das Land der Freiheit und Demokratie. Polen öffnete weit seine Grenzen. Verteilte Wiesen an alle Delegierten, Gäste und Journalisten, ohne Rücksicht auf ihre politische Anschauung. Dauernd neue Gäste, neue Delegationen ein. Ununterbrochen, Tag und Nacht, aus allen Teilen der Welt, aus der Sowjetunion, aus China, aus Italien, Frankreich, England, Ungarn, Rumänien und Australien, aus der Mongolei, Schweden, Finnland, Österreich, Kuba, Holland, Indien, Argentinien und Ecuador, aus Algier, Uruguay, Zypern, aus der Deutschen Demokratischen Republik und aus Westdeutschland. Es ist ein großer, geschlossener Festzug der Menschen aller Bekenntnisse und aller Nationalitäten, verschiedener Rassen und Überzeugungen, der Werkmann und der Dichter, der Gelehrte und der Künstler, der Geistliche und der Bauer, freie Menschen und um Freiheit kämpfende Menschen, Menschen aus 80 Ländern, die das mitbrachten, was die Menschheit als Bestes in sich trägt, die Liebe zum Frieden. Präsident des Weltfriedenskomitees Professor Frédéric Joyot-Curie und der Vizepräsident Pietro Nenni ein. Das polnische Volk begrüßt die Gesandten des Friedens mit Freude und Enthusiasmus. Ein Land wird von freier Tribüne das freie Wort erschallen. Mögen die Gebäude, Straßen und Plätze unserer Stadt erblühen von Fahnen und Friedenslosungen, sagte der Aufruf an die Warschauer Bevölkerung. Die Erbauer des neuen Warschau nahmen die Erbauer des Weltfriedens auf. Des Kongresses schmückte sich Warschau feierlich. Zur Begrüßung der lieben Gäste veränderte es sein Antlitz in einer Nacht. Pokój, Mir, Peace, Frieden. Überall, wohin man auch sieht, steht dieses Wort. Mit diesem Wort begrüßten die Warschauer Straßen alle Gäste. In Warschau vergisst man die Kriegshistorie und die Ungewissheit des Morgens, die über dem Westen liegen. Hier atmet man die Atmosphäre des Friedens, der Arbeit und des Vertrauens zum morgigen Tag, der besser sein wird als der vergangene.
Am frühen Morgen besichtigen die Gruppen von Delegierten Warschau. Sie sehen sich die Stadt an, die weiß, was der Krieg gebracht hat, die weiß, was der Frieden gibt. In dieser Stadt gibt es herrliche Bezirke, sagen die Gäste aus Frankreich, als sie durch die Marienstadt gehen. In dieser Stadt gibt es schreckliche Bezirke. Ruinen des Ghettos. Der Friedhof von 500.000. Vielleicht erinnern sich diese Gäste an andere Ghettos. Ghettos ihrer schwarzen Brüder in Amerika und Südafrika. Aber es wird die Zeit kommen, wo anstelle des schwarzen Ghettos neue Häuser erwachsen, so wie hier in Warschau. Das ist der Gruß Warschaus für die, die aus weiter Ferne kamen mit dem Worte Frieden. Warschauer Maurer begrüßen die Delegierten Indonesiens. Die sowjetische Delegation besuchte die Baumeister des Marschalkowska-Viertels. Sie kamen, um sich anzusehen, wie die Warschauer Maurer die sowjetischen Arbeitsmethoden anwenden. Ich bin auch Delegierter. Wir treffen uns im Sitzungssaal. Mit diesen Worten verabschiedet sich Marion Scheiker, der Warschauer Maureraktivist, von den Gästen. Am Abend dieses Tages beginnt die gewaltige Halle des Dom Słowa Polskiego sich zu füllen. Die Delegierten nehmen ihre Plätze ein. Es treffen sich alte Bekannte, Teilnehmer großer internationaler Friedenstreffen. Der zweite Weltfriedenskongress konnte nicht in Genua oder in Sheffield stattfinden. So entschieden auf amerikanischen Befehl die Regierungen Italiens und Großbritanniens. Der Kongress, der eine Milliardenarmee von Friedenskämpfern vertritt, beginnt. Der große Augenblick naht. Eugénie Cotton, Pietro Nenni, Jean Lafitte, Frédéric Joliot-Curie, Alexander Fadiev. Menschen, deren Namen im Kampf um den Frieden Symbole wurden. Donnerstag, der 16. November 1950, 19.30 Uhr. Professor Frédéric Joliot-Curie eröffnet die Beratungen des Kongresses. Unseren polnischen Freunden ist es nur deswegen gelungen, diese gewaltige Organisation des Kongresses zu bewältigen, weil das polnische Volk mit seiner Regierung an der Spitze tief mit der Sache des Friedens verbunden ist. Wir repräsentieren eine Macht, die den Willen der Völker in jedem Falle durchsetzen muss, wenn die Instanzen, die zur Erhaltung des Friedens berufen sind, versagen. Der stürmische Beifall ist Ausdruck der Sympathie, Dankbarkeit und Anerkennung der Delegierten für die Stadt, die den Kongress so herzlich aufnahm. Im Namen dieser Stadt begrüßt der Vorsitzende des Nationalrates in Warschau, Jerzy Albrecht, die Gesandten des Friedens. Der zweite Weltfriedenskongress kann in Sheffield nicht stattfinden. So soll denn die mächtige Stimme Warschaus und ganz Polens, die den Kriegsbrandstiftern Einhalt gebietet, den Kongress auf seinen Sitzungen begleiten. Der Friede wird den Krieg besiegen. Joliot-Curie eröffnet die eigentlichen Beratungen mit einem Referat über die Erfolge und weiteren Aufgaben der Weltfriedensbewegung.